Cristiano Ronaldo kann vielleicht im Januar den Verein verlassen. Das wurde jetzt gerüchtet. Aber dann gibt es natürlich noch eine Frage. Selbst wenn United das erlaubt, Erik ten Hag das erlaubt, wer wird ihn denn dann noch kaufen? Das wird tatsächlich schwierig, denn Ronaldo performt gerade nicht gut. Er hat keine gute Form, so ehrlich muss man ja sein. Und dann wäre natürlich wiederum die Frage, wer wird ihn denn dann noch nehmen? Ja, gerade ein Verein, der eben auch attraktiv ist. Jetzt hat der türkische Rekordmeister Galatasaray wohl ein Auge auf ihn geworfen, will ihn unbedingt haben. Die spielen aber auch nicht international, sind letztes Jahr nur im Mittelfeld der Tabelle gelandet, also gar nicht gut platziert gewesen, haben deswegen keinen internationalen Fußball. Jetzt ist es so, jetzt sind sie aktuell, wenn ich mir die türkische Tabelle angucke, also von der türkischen Liga, sind sie auf Rang 4 und punktgleich mit allen anderen davor. Also sie könnten theoretisch sogar Meister werden, das ist sicherlich möglich. Wird Ronaldo das nochmal versuchen? Sie müssen halt Meister werden, damit sie überhaupt in der Champions League Qualifikation ran dürfen. Das ist halt die Frage, will Ronaldo dieses Risiko eingehen? Galatasaray ist wohl bereit, ihn zum bestbezahltesten Spieler jemals in der türkischen Liga zu machen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich persönlich glaube, er wird das nicht annehmen im Januar. Ich glaube, dann wird er lieber bei United bleiben und sich dann im Sommer umschauen, wenn vielleicht einer der großen Vereine irgendwie große Not hat, einen Stürmer zu verpflichten oder vielleicht dann es nochmal bei Sporting versuchen. Was sagt ihr, liebe Freunde? Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.